Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary auf unserem Kanal. Heute spiele ich mit der F2000 mal wieder Assault-Klasse. Wie immer dieselbe Map, bla bla bla, kennen wir ja alles. Zu dem Gameplay nochmal kurz. Wir mussten da ziemlich viele Stellen sehen, verschnellern. Da wo halt auch nichts passiert ist, damit ihr nichts verpasst. Weil wir noch nicht über 15 Minuten hochladen können. Aber das wird sich auch bald ändern, weil ich glaube, mit 20 Videos oder sowas kann man dann noch über 15 Minuten hochladen. Gut, ich bin hier heute nicht alleine, sondern habe auch einen Freund mitgebracht. Ja, und hi Leute. Und wie seht ihr halt dieses Gameplay? Und heute geht's halt um die Attachments, weil du hattest ja im vorigen Video über die Waffen was gemacht. Und ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal an mit den Optics. Also da haben wir natürlich jetzt Rotpunkt und Reflex. Also Rotpunkt ist ja eigentlich Reflex. Das ist halt verschieden bei Amis und Russen, aber das ist jetzt so, man muss jetzt nicht extra sagen, was jetzt Amis und Russen ist. Und dann war jetzt noch das holographische Visier wieder. Also bei den Amis hat man das hier auch hier drauf, das holographische Visier auf der F2000. Und bei den Russen sieht das so ein bisschen so aus wie in Black Ops das Reflexvisier, dieses runde. Dann haben wir das PKAS, das ist das russische Echo Scope. Das sieht eigentlich genauso aus wie das Sniperscope auch. Hat halt weniger Zoom. ECOG von den Amis, ist klar. PSO-1, das ist das normale Sniperscope von den Russen. Dann haben wir PKA. Das ist von, wenn man beim russischen LMG diese 3,4er Scope drauf hat. Dann haben wir IRNV, das ist Nachtsicht, was ich besonders gern mag. Ich glaube, du magst das nicht so richtig, aber ich mag's halt. Nee, also ich finde das ein bisschen unnütz, weil im Tunnel hilft es auch nicht so viel. Ich meine, das ist eigentlich gut beleuchtet, ne? Ich mag es jedenfalls für Gegner auf größere Distanz. PKS-7, das ist das erhöhte Zoom von den Russen. Dann haben wir 8x Standard-Sniper-Scope bei den Amis. Und 12x Ballistic-Sniper-Scope, kennt man ja von, zum Beispiel von Bad Company 2. Und das waren jetzt die Optics und du machst jetzt mal weiter mit den Attachments. Genau, und da gibt es nämlich einige neue auch. Das ist hier auch ein bisschen anders geregelt als im Bad Company 2. Als erstes haben wir den Vordergriff oder Foregrip auf Englisch. Der macht halt einfach, dass die Waffe stabiler ist. Bei vielen Waffen merkt man da eigentlich keinen Unterschied. Aber bei Waffen mit hohen Feuerraten wie die Saw oder F2000 merkt man doch schon einen Unterschied. Dann haben wir Zweibein. Ja, damit hat man keinen Rückstoß, wenn man da liegt. Das klappt da auch automatisch aus, muss man nichts drücken. Heavy Barrel ist was Neues. Und zwar hat man auf Distanz beim Bursten mehr Präzision. Aber dafür hat man weniger Stabilität im Nahkampf. Und auch weniger Präzision beim vollautomatischen Schießen, glaube ich, ne? Irgendwie ein bisschen unnütz, also das hört sich ein bisschen besser an, also besser an als es ist. Ich dachte am Anfang, dass man irgendwie da mehr Schaden hat oder sowas, aber naja, so täuscht man sich. So, dann hat man den Schalldämpfer, sollte auch jeder wissen, was das bringt. Man wird halt nicht auf der Karte angezeigt oder auf dem Radar, wenn man schießt. Geht natürlich auf Kosten der Präzision oder der Range halt, je nachdem. Dann hat man das Tactical Flashlight, auch was Neues, das ist so eine Taschenlampe an den Waffen, und zwar blendet die ein, wenn man auf ein Ziel hat, aber nicht so eine hohe Reichweite wie das Laservisier, was eigentlich genau dasselbe Nutzen hat. Dann hat man den Flash Suppressor. Ich würde sagen, das ist einfach nur Taschenlampe mit Schalldämpfer oder sowas? Nein, das ist Flashback. Das heißt, wenn man schießt, kommt doch dieser Rauch raus. Und wenn man diesen Flash-Suppressor dran hat, dann ist das weg. Ach genau, das ist dieser fette Lauf da vorne, ne? Ja, genau, ja. Genau. Fail. Straight Pull Bolt, ich glaube, das macht, dass man schneller durchlädt bei einem Bolt Sniper, genau. Dann das M320, das ist so ein Grenade Launcher. Den benutzt man anstelle von Medizinkit oder Ammo Box oder sowas. Also irgendwie unnütz, weil der auch relativ wenig Damage hat. Und das Iron Sight ist auch ganz scheiße irgendwie. So, dann die 40mm Granaten. Genau. Aber die gibt's in der Mitte anscheinend gar nicht. Ja,
Also, sonst hätten wir den wahrscheinlich schon längst freigeschaltet, weil wir ja auch schon Level 30 sind jetzt. Buckshot, weißt du, was das ist? So, Smoke Grenade, das ist, denke ich mal, einfach, also genau, Smoke Launcher, weil die Smoke Granaten, die gibt's noch im Equipment. Dann das M26 Mass, das ist so eine Grenade Launcher Shotgun. Also hört sich richtig geil an, sieht auch geil aus, aber ist, glaube ich, ein bisschen uneffektiv. Die hat langsame Feuerrate. Ja, genau, also die bringt es gar nicht. Dann haben wir die 12er Gorge. Das ist einfach 12er Munition für Shotguns, würde ich jetzt sagen, so wie aus Company 2. Dass man weniger Damage hat im Nahkampf, aber mehr Range halt. So, Flitchets. Das kennen wir auch noch nicht so richtig. Das wird wohl wahrscheinlich irgendeine Munitionsart sein für Pumpguns oder sowas. Also, oder für Shotguns allgemein. Dann Frag Round. Das ja, irgendwie sowas denke ich auch. Und dann haben wir die Solid Slugs, was auch was Neues ist. Slugs kann man ja schon davon ableiten, dass es irgendwas für eine Schrotflinte sein wird. Nur wahrscheinlich besonders starke Munition. Genau. Die besser durch Wände geht oder irgendwas. Solid heißt ja auch so irgendwie gestählt oder sowas auch. Und dann denke ich mal, dass man stärkere Munition hat in dem Sinne. So, zu den Equipments. Halt das standardmäßige Messer, Knife. Dann hat man die normalen Granaten, die heißen M67, dann hat man die M18 Smoke Grenades, Medikit, Defibrillator, Anti-Tank Mine, das sind ja alles noch so die Standardsachen, Welding Tool, denke ich mal ist das Reparaturwerkzeug, sage ich jetzt mal so. Dann haben wir was Neues, und zwar den Airbot. Das ist so ein, das hat man vielleicht schon im Trailer gesehen. Das ist so ein ferngesteuertes Auto eigentlich mit der Kamera drauf, also so ein Aufklärungsteil, was der Sniper nehmen kann. Genau. Dann haben wir 60mm Mörserschlag, ist ja auch standardmäßig, Ammo-Box, C4, kennen wir auch alles. Was Neues ist jetzt die Claymores, die es gibt. Die gab es ja vorher noch nicht in Battlefield. Außer in Play for Free. Dann haben wir noch die UG-Sensoren. Das war die, genau, die machen, ja, ich denke mal, das ist so ein Bewegungsmelder, den man aufstellen kann, ne? Ja, genau, haben wir auch fast schon freigeschaltet. Ja, fast. Radio Bacon ist ja standardmäßig freigeschaltet beim Sniper, das ist dieses Spawnpoint-Ding, was aussieht wie so ein altertümliches Radio irgendwie. Dann haben wir den Soflam, auch was Neues. Das war, das ist genau, und dann haben wir noch Micro-UAV, damit kann man ja rumfliegen und Gegner ja markieren. Dann werden sie so als rotes Dreieck markiert auf der Karte und auch auf der Map, also so im Spiel sieht man die auch als rotes kleines Dreieck. So, Ding gibt es aber leider noch nicht in der Beta. Leider nicht, genau. Dann hätten wir noch ein paar Sachen vielleicht zu den Spezialisierungen. Da gibt es ja auch einige, die neu sind jetzt. Und sowas wie Magnum-Munition oder Panzerung, das gibt es ja jetzt nicht mehr. So, das heißt, dann haben wir einmal Sprint Boost. Das heißt, man sprintet schneller. Und dann gibt es eine Verbesserung, die man später freischaltet, Squad Sprint Boost. Ich glaube, das zählt dann für einen selbst und für den gesamten Squad auch. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil man, wenn man dann mit Freunden oder so spielt, taktischer, klüger umgehen kann. Was ich mich frage, ist natürlich, ob man das verstapeln kann. Zum Beispiel, wenn jetzt alle vier diesen Skill haben, ob man dann die vierfache hat, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Ja, also das glaube ich auch eher weniger. Aber ich denke mal, dass man das eher so einteilen könnte mit, was weiß ich, der eine nimmt jetzt Squad Sprint, der andere nimmt Squad Ammo und so. Weil es gibt von jeder Spezialisierung gibt's so eine Squad-Version, was ich eigentlich ganz cool finde und was ich auch nur begrüßen kann. Wie findest du das? Ich bin da
auch sehr für. Dann hat man wieder ein bisschen mehr Ansporn, im Squad zu arbeiten und sich miteinander abzusprechen. Also ich finde, das ist auch eine gute Idee. Genau. Machen wir mal weiter. Und dann hat man noch die Flakwesten. Ich denke mal, dass sie einfach nur vor Explosivsachen so ein bisschen schützen, genau. Danach gibt's noch die EOD Explosive Westen. Was machen die genau? Ich glaube, das war sowas ähnliches wie das schützt vor Suppressive Fire. Das heißt, es ist ja so, wenn man in der Nähe angeschossen wird, also wenn jemand einen daneben schießt, aber ganz nah von einem und einen unterdrückt sozusagen, also davon abhält wegzugehen, dann wird ja der Bildschirm auch so unscharf. Und ich glaube, das schützt davor ein bisschen. Ich glaube, das war dieses Suppression Reduction, oder? Ich glaube, dieses EOD Explosive, ich glaube, das könnte das sein, dass man, wenn man vorbeischießt, dass der Gegner mehr geblendet wird durch dieses Suppression. Stimmt, das wird es wahrscheinlich eher sein. Das Gegenteil davon also. Ja, umgekehrt war es dann. So, Marksman-Training? Noch nie gesehen, gehört. Ich schätze mal, es wird so sein, dass es für den Sniper ist, dass man länger Luft anhalten kann. Gehe ich jetzt davon aus. Ja. Ich denke mal auch, dass das nicht so mega wichtig sein wird. So, Extra Grenade. Das heißt, man hat anstelle von einer Granate zwei Granaten, genauso wie Bad Company. Und dann hat man noch Ammo Boost. Dann hat man doppelt so viel Munition in Reserve wie normalerweise. Aber hier jetzt auch. Genau, sieht man bei der F2000 hier gerade nicht. 217 in Reserve. Eigentlich hat man nur 107, 108. Ja, und knapp sowas. Über 100 irgendwie. Ja, genau. Irgendwie so war das. Naja. Gut, das war es eigentlich schon zu den ganzen Sachen, die ein Soldat so haben mit sich haben kann. Es gibt dann natürlich auch noch Fahrzeugspezialisierung, aber ich denke mal, darüber werden wir irgendwann mal anders reden, da es in der Beta halt noch keine Fahrzeuge gibt oder ähnliches. Und da bringt es auch nicht viel, darüber zu reden. Wir sollten vielleicht mal wieder auch ein bisschen aufs Gameplay eingehen. Das war ja so, am Ende wird es vielleicht ein bisschen langweiliger, weil das Spiel hat einfach extrem angefangen zu laggen, ne? Ja, also das war extrem krass auf einmal bei der letzten Basis. Ja, es hat einfach nur noch geleckt, man konnte nicht sehen. Das Nachladen war immer dieses Buggy-Nachladen, was man die Animation nie gesehen hat, aber es war dann auf einmal nachgeladen. Und also es lief zum Ende hin nochmal eigentlich ganz gut. Ich habe ein paar Kills gemacht, aber trotzdem hat das schon extrem genervt. Wie findest du eigentlich die letzten zwei Basen? Also ich finde alle Basen gut, die im Tunnel sind, weil da ist es immer ein bisschen Nahkampf. Ich bin ja eher so einer, der auf Nahkampf den Nahkampf gut findet. Aber ich finde so offene Basen nicht so gut. Also die erste und letzte Basis finde ich nicht so gut. Es ist auch so, dass man seine Attachments darauf abstimmen muss, weil ich finde zum Beispiel, wenn man in den Tunnelsektionen ist, dann finde ich es ganz schön gut, Nachtsicht zu haben, aber du findest es ja allgemein nicht gut, ne? Ja, genau. Aber ich sehe es eigentlich genauso mit den ersten, also mit der ersten Basis und mit den letzten beiden. Das ist so, je nachdem ist das so ein zu, also am Anfang so ein bisschen Defender freundlich gemacht, dass man hier, wie man auch sieht, hier in dieses Haus gehen kann und von dort aus alle wegcampen kann, so wie ich das so ein bisschen mache gerade. Aber am Ende dann bei der letzten Basis ist das genau umgekehrt, dass die Angreifer die ganze Zeit in diesen Häusern hocken. Und wir die ganze Zeit auf dieser offenen Spawnfläche da auch spawnen und gleich so weggeraped werden. Man wird auch sehen, dass ich dann am Ende die ganze Zeit nur noch hier liegen werde und die von da so ein bisschen kille. Weil, wie man hier sieht, ich einfach durchlaufe und dann, ja, genau, ich mich auf dem Silbertablett servieren lasse, so gesagt. Aber sonst im Allgemeinen finde ich die Map ganz geil, oder? Ich finde sie auch sehr gut. Ich bin ja jemand, der es nicht mag mit Fahrzeugen. Es war ja so eine Alpha, dass jedes Team ein Fahrzeug hatte. Und ich habe auch jetzt herausgefunden, dass es so war, dass am Anfang in der Basis, also in der ersten, waren die Punkte anders verteilt, ein bisschen unfairer. Zum Beispiel hast du vielleicht schon mal gesehen, dieses eine Haus, was so überdacht ist, aussieht so ein bisschen so wie ein Pavillon. Da war früher eine Basis drin. Und es war halt noch schwieriger für die Angreifer reinzukommen, weil die Verteidiger einfach nur die ganze Zeit drauf geaimt haben und die ganze Zeit die weggecampt haben. Also ich finde die Map, wie gesagt, sehr gut. Ist auch deine Meinung, ne? Ja, also ich sehe das genauso, obwohl ich sagen muss, dass mir die Fahrzeuge so ein bisschen fehlen. Ich denke mal, die haben das auch extra so gemacht, damit man halt nicht zu viel verrät. Ich meine, ist ja auch nur eine Beta, in Anführungsstrichen nur. Ja, ich freue mich schon zu sehen, wie man
also wie man die Jets steuert und wie man die, was weiß ich, mit RPGs und so runterholt. Das Gameplay ist schon auch zu Ende. Das war eine NKD von 3,3 Dari und damit verabschieden wir uns. Ciao, Leute. Ciao.